Bei mir im Studio jetzt Heiko Teggerz, Vorsitzender der Polizei, Bundespolizeigewerkschaft. Herzlich willkommen hier bei uns. Und ich habe es gerade gesagt, die Staatsanwaltschaft ist sehr zurückhaltend mit Details zu diesem Fall angesichts des Alters aller Beteiligten. Bei den 15 bis 19 Jahre alten Tätern allerdings, da soll es, zumindest gibt es diese Informationen, sich um Jugendliche mit Migrationshintergrund handeln, zwei Syrer und ein Deutsch-Kroate. Wenn sich das bestätigen sollte, wie stellt sich diese Tat dann aus Ihrer Sicht dar? Also dieses schreckliche Verbrechen stellt sich aus meiner Sicht so dar, dass sie auf abscheuliche Art und Weise mit einem jungen Mädchen umgegangen wird, was so nicht hinnehmbar ist und was sich definitiv in einem harten Urteil, also das, was das Jugendstrafrecht hergibt, widerspiegeln sollte. Weil solche Urteile dienen dann ja auch der Abschreckung. Weil nichts wäre schlimmer, wenn in diesem Fall nach rechtskräftiger Verurteilung einer dieser Täter mit einer Bewährungs- oder Geldstrafe davon käme. Das wäre das falsche Signal an unseren Rechtsstaat und würde dann vielleicht sogar noch animieren, solche schrecklichen Verbrechen auch weiterhin zu begehen. Es dürfte jetzt auch nicht wenige geben, die das Ganze dann als eine Art importierte Gewalttat ansehen, weil es eben um Täter geht mit Migrationshintergrund. Halten Sie das für gerechtfertigt? Ja, nein. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ob Täter jetzt Migrationshintergrund haben oder nicht, sondern das hat schlichtweg damit zu tun, was haben diese Menschen für ein Weltbild, insbesondere Frauen gegenüber. Und da sollte man in der Tat sehr wachsam sein und sehr genau schauen, auch gerade wenn es um den Prozess der Integration geht von Migranten, dass man den wirklich genau auf den Zahn fühlt, welches Weltbild steckt in den Köpfen solcher Menschen. Und ich sag mal so, macht es überhaupt Sinn, jemanden, der so ein Weltbild hat, überhaupt zu integrieren? Oder macht das nicht viel mehr Sinn, solche Menschen dann so schnell wie möglich auch wieder loszuwerden aus Deutschland? Wird denn Ihrer Ansicht nach dieses Problem mittlerweile genügend adressiert in Deutschland? Also im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, als wenn genau dieses Problem so ein bisschen runtergespielt wird. Also die Bundesinnenministerin hat sich ja jetzt auch mit ihrem neuen Gesetz ganz klar gegen rechts positioniert und blendet andere Phänomene, andere extreme Phänomene, die es auch in Deutschland gibt. Ich sage dann nur den Antisemitismus oder auch den Linksradikalismus offensichtlich vollkommen aus. Hier würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung insgesamt ein konsequenteres Vorgehen gegen Extremismus jedweder Art an den Tag legt. Und das gilt natürlich auch dann für solche Fälle. Bei denen es jetzt natürlich nicht um Extremismus geht, nicht desto trotz um ein abscheuliches Verbrechen. Und Sie haben gerade gesagt, solche Täter müsste man dann eben abschieben. Mhm. Allerdings ist das ja in der Realität sehr schwierig. Ja, in der Tat. Gerade nach Syrien, in den Irak, nach Afghanistan. Das sind eben Länder, in die man nicht so einfach derzeit abschieben kann. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass dort Signale gesetzt werden müssen, dass bei solchen schweren Verbrechen auch Abschiebungen in diese Länder irgendwie möglich sein müssen. Sagt Heiko Teggerz, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft. Dankeschön für Ihren Besuch hier.